Hallo Leute, herzlich willkommen zu unserem Feuerwerk 2020-21. Wir haben hier schon ein bisschen Klasse 1, was noch übrig ist. Man hat ja auch ein bisschen Vorfreude gehabt. Wir haben zum Beispiel noch ein Funky Llama Set von Komet. Wir haben gestern auch schon ein, zwei Sets gemacht und die Tage davor. Gold-Silberregen hätten wir noch von Komet. Eigentlich auch ein ganz schöner Effekt. Manche gehen lang, manche gehen kurz. Und halt hier noch ein paar, gut, das ist dann schon Klasse 2. Zwei, drei Raketen von Veko noch und zwei römische Lichter. Und halt Tischbomben, das übliche Konfettikanonen, immer mal ganz cool so. Wenn man dieses Jahr auch schon nicht rausgehen kann, hat man wenigstens ein bisschen Konfetti und Neuausstimmung in der Wohnung, Tischbomben, Wunderkerzen, das was immer mit dazugehört. Und dann geht's mal weiter zu unserem Feuerwerk. Ich hoffe, ich stehe jetzt nicht im Licht. Gut, hier ist auch noch Klasse 1 Funke Silbertürme, echt ganz cooler Effekt. Gehen echt auch hoch, kann man sich auf jeden Fall gönnen und wie gesagt, Klasse 1 kann man das ganze Jahr zünden. Ja, hier haben wir, das sind noch nicht die Bengalos, hier sind einfach noch zwei Funke D drin. Von vor 3-4 Jahren. Das sind die Jorge Smoke Fontaines, die sind auch echt stark. Ja, kann man machen. Jetzt muss ich ja mal ein bisschen freiräumen. Dann haben wir nochmal Nico Bengalfeuer in Rot. Das ist auch ganz wichtig. Es ist alles ein bisschen zu viel hier. Funke Luftheuler. Die Standard-Luftheuler, zwei Packungen, Pyro Union, die Böller, ich weiß jetzt gar nicht, wie die genau heißen. Schallerzeuger P1 heißen die einfach nur. 6 Stück sind in einer Packung, da bin ich auch echt gespannt. Ich bin ja ein großer Böller-Fan. Testvideos findet ihr wahrscheinlich in den nächsten Tagen oder generell auch auf meinem Kanal. Ne? Dann hier noch Keller-Böller, halt, Keller-China-Böller C, 100 Stück. Und unten sind nochmal China-Böller D von Keller, 100 Stück. Nee, das sind ja dann 80 nur. Ja, immer gute Durchschnittsböller. Für den Preis halt echt immer empfehlenswert. So, jetzt müssen wir gucken, dass ich vielleicht die Richtung wechsle. So, wir, ja, sonst hier erstmal Funke China Böller A. 100 Stück sind da, glaube ich, auch in einer Packung. Ja, Knallfrische D von Funke. Und Cobra 3 BP4. Auch immer sehr schöne Böller. Was haben wir hier noch? Falsch rum. Die Future Rockets von Komet. Bombenrohre. Hatte ich jetzt auch noch nie. Whistling Thunder Kong haben wir hier noch. 4 Stück sind da drin. Und Blue Thunder von Argento bzw. Funke. Flashing Thunder von Veko. Screamshots von Funke. Hatte ich auch noch nie. Jetzt geht es hier weiter noch mit ein paar Vulkanen, so kleinere Silberregen, Goldflimmer, Nico Riesenvulkan, Goldmarie von Argento, Wolfsgeheul von Veko, echt eine schöne alte Batterie, bin ich gespannt, wie die ist. Ja, und dann geht es jetzt eher schon zu dem Rest, also Raketen, die sind ja nicht so viele, Salutraketen von Funke und Super Gemini von Funke. Ja, bin ich auch mal gespannt, wie die sind. Hatte ich jetzt auch alles noch nicht. Geysire, Kaliber C von Funke. Das Peng-Set, wo ja auch Böller, Luftheuler, Superböller und so weiter und Frösche drin sind. Auch von Funke. Und dann kommt ja jetzt schon hier die Batterien. Die Batterien, genau. Zweimal Big Balls von Explode. Die böse Nachbarin von Leslie bzw. Pyromult. Das scheiß Bild, ey. Mann. So, jetzt wird es ein bisschen eng. Dann haben wir hier einmal das Funkenfinale 1 von Funke. Eine Vogelschreckbatterie von Blackbox. Und jetzt müssen wir hier ein bisschen Wehrraum, weil ich weiß gar nicht, was es ist. Ach, die Yggdrasil Z von Funke, genau. Und hier Weißblinker Rot Z-1. Bin ich auch echt gespannt. Sind ja auch auf jeden Fall auch fette Batterien. Dann haben wir noch Tanz der Vampire von Veko. Was, worauf ich natürlich ganz stolz bin, mein Funke D-Schinken von Veko. Von Veko, von Funke. sind ja schwer zu kriegen, ist ja Klasse P1 und ja, ich bin froh, dass ich noch welche habe. Die müsste man sich eigentlich aufheben. Leider ist die Packung schon geöffnet. Naja. Hat jemand wohl eilig übertrieben und die geöffnet. Ich weiß nicht, wer das war. So, dann haben wir noch eine Out of Limits von Nico, auch sehr, sehr fett und riesig. Und unten noch eine Double Deck Red von Explode Feuerwerk. Ja,
das war's. Dieses Jahr ein bisschen weniger, aber dafür ein bisschen mehr, sagen wir mal, qualitativ teureres Zeug von Funke halt. Also viele Artikel von Funke. Die sind ja immer gleich mal einen doppelten, dreifachen, vierfachen Preis. Aber ich bin gespannt, ob sich das lohnt. Und dann kann man die nächsten Jahre ja mal schauen, ob sich dann irgendwie es eher lohnt, Funke zu holen oder eher Weco, Keller. Genau, ich danke euch auf jeden Fall fürs Angucken des Videos und man sieht und hört sich beim nächsten Video. Vielen Dank. Tschüss.